So, hallo, liebe Freunde von YouTube, von Facebook, von allen sozialen Netzwerken. Hier ist wieder eure spirituelle Anarchistin und heute komme ich zum zweiten Teil von den Weisheiten von Jesus und diesmal werde ich es auch kommentieren. Ja, nochmal ein Ausblick, nochmal von meine Videos, was ich jetzt noch machen werde. Ich werde vielleicht nochmal das Thema Flüchtlinge mal nochmal ansprechen, Ausländer. Dann möchte ich auch das Thema Islam nochmal behandeln in dem Video. Ich möchte auch nochmal ein Video zu machen zum Thema Transsexualität. Werde ich auch nochmal was sagen, weil es auch ja, mich betrifft. Aber gut, heute möchte ich, wie gesagt, auf die Lehren, auf die wichtigsten Weisheiten, die wichtigsten Botschaften von Jesus eingehen. Und zwar kamen die in dem Film vor, König der Könige bei der Bergpredigt. Und ich möchte es gerne mal kommentieren. Ich habe jetzt hier ein Bild im Bild, das habe ich jetzt so rausgefunden. Ich hoffe, es klappt alles so, wie ich mir das vorgestellt habe. Das ist jetzt so quasi Premiere. Und dann würde ich sagen, okay, legen wir mal los. Ihr hört es gut. Ich darf ein bisschen lauter machen. Selig sind, die da geistlich arm sind, denn das Himmelreich ist ihr. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit. Denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erleiden. Selig sind die, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Also Jesus zählt auf, wer alles selig ist. Also, wer in künftig den Segen Gottes erlangen wird, und das sind eben die Friedfertigen, ja, die leiden. Er gibt also den Menschen auch Hoffnung, also die Leute, wo sehr viel Leid tragen müssen, dass das Leid auch wieder endet, dass auch wieder, dass Gott die Menschen liebt und dass es immer auch ein Ende vom Leid gibt. Und selig, ja, selig sind die, die reinen Herzen sind. Ist auch irgendwo klar, ja, wenn ich Gutes aussende, wird Gutes zurückkommen. Es ist alles eine Saat und und Ernte. Und ja, von dem her, wie gesagt, das ist auch was, was viele spirituelle Führer auch predigen oder auch sagen, also auch in verschiedenen Religionen, ja, auch im Buddhismus auch, wird das Gleiche gepredigt, auch die Sanftmut, wo Jesus anspricht, selig sind die Friedfertigen. Also die gewaltlos handeln, ja. Okay, schauen wir mal, hören wir mal weiter. Und selig sind die Friedfertigen, Ja, denn sie werden Friedfertige. Gottes Kinder heißen. Selig sind, die um Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Denn das Himmelreich ist ihr. Gib uns ein Zeichen vom Himmel. Beweise uns, wer du bist. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übels wider euch, so sie daran lügen. Seid fröhlich und getrost. Es wird euch im Himmel wohl belohnt werden. Wann kommt das Reich Gottes? Das Reich Gottes kommt nicht mit äußerlichen Werten. Man wird auch nicht sagen, siehe, hier oder da ist es, denn sehet. Das Reich Gottes wird inwendig in euch. Meister! Also, das war jetzt auch ganz interessant. Das Reich Gottes ist inwendig in euch. Ändert ihr euch und dann ändert sich auch die Welt um euch herum.
Ja, eine ganz wichtige Botschaft von Jesus. Nicht Gutes tun, dass ich das ewige Leben will haben. Wie steht im Gesetz geschrieben? Du sollst sonst deinen Herrn werden von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften, von ganzem Gemüt. Und du sollst deinen Nächsten lieben als dich selbst. Tue das. Also, auch ganz wichtiger Satz, also ganz wichtige Botschaft. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Also, man soll sich selbst lieben, aber jetzt nicht so wie die Narzissten, die nur sich selbst lieben und andere Menschen verachten oder andere Menschen herabwürdigen, sondern man soll sich und auch den Nächsten lieben. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also eine ganz wichtige Botschaft von Jesus, die Botschaft der Liebe, die Weisheit der Liebe. Wirst du leben. Ich bin kein Mitleid. Wer ist denn mein Nächster? Der dem du Mitleid und Barmherzigkeit zeigst. Ob du ihn kennst oder nicht. Bist du der Messias? Ich bin der gute Hirte. Der Hirte lässt sein Leben schaffen. Sprichst du gegen die Gesetze? Ihr sollt nicht wähnen, dass ich gekommen bin, das Gesetz über die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Ja, also es ist auch ein ganz interessanter Satz von Jesus. Er ist nicht aufgekommen, um aufzulösen, sondern zu erfüllen. Also das sehe ich auch, dass auch das gemeint ist, auch zum Beispiel bei anderen Religionen, wie zum Beispiel im Buddhismus. Jesus ist zum Beispiel nicht gekommen, den Buddhismus aufzulösen, sondern mit seiner Weisheit, mit seiner Liebe zu erfüllen. Weil letztlich haben die buddhistischen Weisheiten und die Weisheiten Jesus sehr viel gemeinsam. Ja, zum Beispiel die Feindesliebe. Während Jesus sagt, liebe deine Feinde, sagt Buddha, der Feind ist dein größter Lehrmeister. Beide Weisheiten ergänzen einander und erweitern einander und führen uns zur noch größeren, zu der noch größeren Wahrheit, zur universellen Wahrheit. Und deswegen finde ich das eine ganz interessante Aussage von Jesus. Ganz interessante Botschaft. Ich sage euch, liebe eure Feinde. Segnet die euch fluchen. Tut wohl denen, die euch hassen. Bittet die euch beleidigen und verfolgen. Ja, das ist ja eigentlich die wichtigste Lehre auch von Jesus, die Feindesliebe. Während man im Alten Testament noch gesagt hat, Auge im Auge, Zahn um Zahn, oder man soll nur einmal vergeben und dann gibt's auf die Nuss, sagt Jesus, liebe deine Feinde, vergib deinen Feinden, trag ihnen nichts nach. Und das war ja schon eine revolutionäre Rede, also eine revolutionäre Idee auch in der Zeit. Ja, aber das war einfach die wichtigste Botschaft, dass dieser ständige Kreislauf des Vergeltens, der Rache und des, ja, des immer wieder, ja, wie soll man sagen, ja, der Teufel ist einfach, der Teufel ist ein Kreislauf des, des Vergeltens, dass es endlich unterbrochen wird, ja. Und das ist ja auch im Buddhismus auch so, dass man einfach das Karma einfach auflöst, indem man einfach vergibt. Ja, okay, hören wir mal weiter. Wenn so ihr nur liebet, die euch lieben, was werdet ihr für Lohn haben? Ja, das stimmt auch. Also wenn man nur die Menschen liebt, die euch lieben, sagt ja Jesus, also die einen selber lieben, ja, das ist natürlich einfach, da kann man sagen, das ist natürlich keine Kunst. Eine viel größere Stärke ist es ja, jemanden zu lieben, der einen nicht liebt, ja, der ein Böses tut. Dass man da trotzdem nicht in Hass verfällt. Das ist ja eigentlich die große geistige Schulung, warum wir eigentlich auf der Erde da sind. Wenn du wirklich ein heiliger Mann bist, warum isst du und trinkst du mit den Sündern und mit Zöllnern? Die Gesunden dürfen das nicht, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, die Sünder zu rufen, nicht die Gerechten. Ja, das ist natürlich auch ganz interessant. Jesus umgab sich mit Sündern, um denen quasi zu helfen, weil er gesagt hat, die sind krank. Also quasi, was die machen, ist krank. Ja, und die bedürfen des Arztes und nicht die Gesunden. Weil wenn jemand schon ein höheres Bewusstsein hat, dass er niemandem schadet, als jemand gesund ist, was will man so jemand dann noch lehren? Also gibt's ja nicht mehr viel.
Und deswegen ging Jesus gerade zu den Menschen mit einem niedrig entwickelten Bewusstsein, um dort das Bewusstsein anzuheben. Ja. Ich bin ein Zöl. Ich bete jeden Tag im Tempel und dennoch hasse und verachtet man mich. Was kann ich tun? Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder wird einem hassen und der andere lieben, oder wird einem anhangen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Ja. Darum sage ich euch. Sorget nicht für euer Leben, was ihr essen und trinken werdet. Auch nicht für euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist das Leben mehr denn die Speise? Ja. Ja, also es heißt dann auch ein bisschen in der Bibel anders, sorget nicht um den nächsten Tag. Also das finde ich natürlich auch ein ganz interessanter Satz, weil diese Gesellschaft, wo wir leben, die sorgt ja genau dafür, dass die Menschen sich immer wieder sorgen um ihren Job, um ihren Arbeitsplatz, um ihr Geld und so weiter. Das ist eine große Krankheit, was in unserer Gesellschaft ist. Diese ganzen Sorgen, diese ganzen Ängste, würden die Menschen zu Jesus finden, ja, dann hätten wir viel weniger Sorgen und viel weniger Angst in unserer Gesellschaft und würden das ganze Leben einfach entspannter leben. Bleib mehr denn die Kleidung. Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht. Und sie haben auch keinen Keller noch Scheune. Und euer himmlischer Vater nähret sie doch. Ja. Die Vögel am Himmel, ja, das finde ich natürlich jetzt für mich natürlich, das ist noch wie Musik in den Ohren. Sie säen nicht und sie ernten nicht, also im Prinzip arbeiten sie nicht. Und natürlich was mir natürlich ganz gut gefällt. Eigentlich ein bisschen Kritik auch an unserer übertriebenen, ja, auf jeden Fall übertriebenen Leistungsgesellschaft. Das sollten sich mal viele Leute, mal die, wo diese Leistungsgesellschaft so hochheben, mal ein bisschen verinnerlichen, was da Jesus sagt. Ja. Seht die Vögel, sie sehen nicht und sie ahnen nicht und Gott nährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr denn sie? Schaut die Lilien auf dem Feld, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht. Habt ihr es gehört? Okay, weiter. Denn seid getrost, der morgende Tag wird für seine Sorgen. Wir glauben, wir haben nichts, was wir geben. Wie können wir unter dir glauben? Du hast ihn bewiesen durch deine Rede. Kommet her zu mir. Alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Ja, also das ist natürlich auch was, wenn jemand mühselig und beladen ist und jemand sagt, hey, diese ganze Last, die wird mir zu viel, das wird mir zu schwer, dann nimmt Jesus auch gewisse Lasten ab. Wie zum Beispiel bei mir mit der Allergie, als ich dann den Heilmedium dann getroffen habe und gesagt habe, bitte, kannst du mir da helfen? Und tatsächlich ist dann diese schwere Pollenallergie, die wirklich stark war, also das ganz schlimm und sehr belastend war für mich, ist dann von mir genommen. Und das war dann schon mal eine Last weniger, die ich zu tragen hatte. Und die ist mir genommen worden, ja, im Namen von Jesus, ja. Und das ist also, was ich auch jedem empfehlen kann. Wenn ihr denkt, ihr habt einfach zu viel Lasten, das Leben ist zu schwer, geht zu Jesus und Jesus wird euch nicht alle Lasten abnehmen, aber mit Sicherheit einige Lasten. Ja. Rabbi, ich glaube, dass du der Messias bist. Kann ich dir. Des Menschen Sohn ist nicht gekommen, dass er sich nicht lassen lässt, sondern dass er es ehrt. So jemand unter euch will gewaltig sein. Der sei euer Diener. Und wer der Vornehmste sein, der sei also euer Knecht. Also, das seht ihr mal, das ist ja was eigentlich, was in der Kirche ja überhaupt nicht so ist, ja. Da ist es ja immer nur so, dass man dem Bischof die Hand küsst, also viele Gläubige oder sich niederwerfen oder auch vom Papst niederwerfen. Gut, der neue Papst Benedikt, der ist jetzt auch so ein bisschen da anders. Ich meine, der hat ja auch zum Beispiel Gefangenen oder die Füße gewaschen. Das ist jetzt okay, aber
Zumindest war es ja jahrelang so, dass es eben das, was da Jesus gesagt hat, eben nicht in der Kirche praktiziert worden ist. Dass da einfach in der Kirche immer wieder diese Machtstrukturen gefestigt worden sind und dass es dann schon so war, dass der Untere dem Oberen gedient hat, also quasi der Mönch dem Abt und der Pfarrer dem Bischof und sich verbeugt hat und was weiß ich alles. Also das ist eigentlich genau entgegengesetzt von der Lehre Jesu. Was die Kirche macht, ja. Ja. Ich sehe Fleisch und Blut. Ist es nicht ist Gottes Lästerung, wenn du ein Mensch bist und machst dich selbst zu Gott? Tue ich die Werke meines Vaters, so glaubst du, ich tue es. Aber. Glaube doch, dass er erkennt, dass der Vater in mir ist. Ja, an seinen Werken wird man denjenigen erkennen. Genau das ist es, ja. Und auch das, ob das, was Jesus sagt, ob ich denn von meinem Herzen her, ob ich das fühlen kann, dass das die Wahrheit ist. Auf das kommt es ja drauf an. Und wenn ich das fühle und weiß und ich sehe die Werke, dann weiß ich auch, dass dieser Mensch ist von Gott und dieser Mensch spricht die Wahrheit. Daran wird man einfach den richtigen Propheten oder den richtigen Messias vom falschen Propheten unterscheiden können. Niemand kommt zum Vater, der durch mich ist. Wenn du vollbringst, rufe Gott, dass er Scharen schicken, die Römer zu vernichten, von unser Volk aus der Knechtschaft dich treiben. Du sollst deinen Herrn nicht versuchen. Die Römer sind die Sieger. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Rabbi, was ist Glaube? So ihr Glauben habt, nicht größer als es sind, kaum hier. So möget ihr sagen, zu diesem Berg, hebe dich von hinnen, dorthin. So wird er sich heben. Und euch wird nichts unmöglich sein. Ja, das ist auch was auch in unserer Gesellschaft so schwach ist, auch der Glaube. Ja, Glaube versetzt Borge. Oft glauben ja die Menschen an Negatives. Ja, man hört irgendwie negative Nachrichten und glaubt alles, was da kommt und dass alles schlecht ist und alles immer schlimmer. Das ist also dann an Negatives glauben die Menschen schnell, aber an positive Dinge, da fehlt oft der Glaube bei den Menschen. Und man könnte eigentlich mit Glaubenskraft, wenn man viel erreichen, man kann auch mit Glaubenskraft Gedanken, Krankheiten heilen. Und das sollte auch mal geschult werden, die Glaubenskraft, die Gedankenkraft. Also da haben wir uns, hat sich unsere Gesellschaft viel zu wenig drauf spezialisiert. Technik wurde viel investiert und viel gemacht in Sachen Technik. Wir können Raumschiffe bald bis zum Mars fliegen, zum Mond etc. Aber die mentalen Fähigkeiten, die sind doch in unserer Gesellschaft ziemlich unentwickelt, was ich sehr schade finde. Falls einen Missetäter. Richtet nicht auf, dass ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit welcher Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Ja, genau. Richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet. Das habe ich auch gesagt bei dem Video, als es da um den Drachenlord ging, ja, um den Hate, und das habe ich auch den Hatern gesagt, richtet ihr nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet. Und wenn das mal viele verinnerlichen würden, dann gäbe es auch gar kein Mobbing mehr, sei es im Internet und in den Schulen, weil das wäre dann quasi passé. Ja. Hört auf, über andere Menschen zu richten, das ist nicht eure Aufgabe. Ja. Das, also wie gesagt, das ist auch das, was ich schon oft gesagt habe in meine Videos. Oder wie kannst du sagen zu deinem Bruder, ein Spalten, Bruder. Ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen. Und du siehst selbst nicht den Balken in deinem eigenen Auge. Du heuchelst hier zuvor den Balken aus deinem Auge und dann besiehe, wie du den Splitter aus deinem Auge saugst. Ja. Zieh erst mal den Balken aus deinem Auge und dann den Splitter aus deines Bruders Auge. Also, finde ich eine wunderbare Lehre, also muss ich echt sagen, von Jesus. Super. Ihr sollt das Heil nicht den Hunden geben. Und eure Perlen sollt ihr nicht vor die Säue werfen, dass sie dieselben nicht zertreten mit ihren Füßen.
und sich wenden und um euch zerreißen. Bittet, bittet. So wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Und darum sage ich euch, alles, was ihr bittet, was ihr bittet in eurem Gebet, glaubet nur, dass ihr es empfangen werdet. So wird es euch werden. Denn welcher ist unter euch Menschen, so ihn sein Sohn bittet ums Brot, der ihm einen Stein bietet, oder ihn bittet um einen Fisch, der ihm eine Schlange bietet? So denn so ihr, die ihr doch acht seid, könnt dennoch gute Gaben geben euren Kindern. Also, was ich auch schon festgestellt habe, alle Wünsche, alles, was man will, ja, kommt irgendwann mal in das Leben. Also alles, worum man Gott bittet, kommt irgendwann. Aber es ist halt immer zeitverzögert. Also es ist halt immer so, dass Gott einen Menschen immer sehr auf die Probe stellt, die Geduld prüft. Also Gott schult uns in Sachen Geduld. Das ist auch was, was ich auch lernen muss. Also muss ich sagen, bin ja auch manchmal schwach. Also ich bin auch schnell ungeduldig und so. Und das muss man aber lernen. Man muss geduldiger werden, weil alles, was man Gott bittet, wird früher oder später eintreten. Die Frage ist immer nur, wann. Also es ist halt immer so ein bisschen zeitverzögert. Denkt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, all denen, die ihn darum bitten. Und wie ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, so tut ihnen auch. Denn das ist das Gesetz. Und die Propheten. Okay, jetzt war's noch. Jetzt kommt noch das Vater Unser, glaube ich noch. Lehre uns das Beet. Soll es noch laufen lassen? Ich glaube, das ist schon ein bisschen arg. 20 Minuten. Also gut, ja. Es kommt eigentlich nur noch das Vater Unser. Das hätte ich jetzt noch vielleicht laufen können, aber. Dann, wie gesagt, ist aber, es kennt ja eigentlich jeder schon, also Vater uns im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden, unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Ja, das ist also, weil kennt ja jeder. Okay, ja, also, das waren jetzt so, denke ich, so die wichtigsten Lehren von Jesus, die im Prinzip eigentlich die alten alttestamentarischen Gebote aufgehoben haben. Das ist ja der neue Bund, der quasi mit dem Gott geschlossen wurde. Und ja, auf jeden Fall, das wollte ich einfach mal zusammenfassen. Für mich ist Jesus der größte Lehrer, der größte spirituelle Führer. Also muss ich sagen, deswegen bin ich nicht gegen Buddhismus, Hinduismus oder sonst was. Ich lerne da immer auch noch weiter und beschäftige mich damit. Und ich sehe einfach die Parallelen und auch Ergänzungen der Weisheit. Aber natürlich, der größte Lehrer ist für mich trotz alledem Jesus. Und ich habe ja eigentlich Jesus immer in meiner Spiritualität gehabt. Aber jetzt, seitdem das war mit der Heilung, also seitdem ich jetzt von der Allergie befreit bin, ist Jesus quasi im Zentrum meiner Spiritualität sozusagen. Ja, okay, also ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Teilt das Video und dann würde ich sagen, macht es gut und bis bald. Vergesst auch nicht zu spenden. Ich bin jetzt gerade ziemlich aktiv mit meinen Büchern beschäftigt. Ich habe jetzt Astragon nochmal überarbeitet. Also es ist jetzt die überarbeitete Version. Quasi zum Kaufen, auch die das Buch Unfreie Arbeit ist SCH, habe ich jetzt auch. Das ist jetzt noch kostenlos, also habe ich jetzt eine Woche, also ungefähr eine Woche läuft es, habe ich nochmal die kostenlose Aktion, könnt ihr also zugreifen, könnt ihr also Leser, ihr könnt es auch hier unten kostenlos lesen, ja. Und dann, wie gesagt, ab dann kostet jetzt Jetzt bin ich vom Preis ein bisschen hochgegangen. E-Book jetzt bei 3 Euro, Astragon und das normale Taschenbuch kostet 12,98 Euro bei Amazon und halt bei jedem Buchladen. Ja,
Okay, ja, kurze Rede, kurze Bücher mache ich jetzt nochmal extra. Video wolltest du mal was sagen. Okay, dann wünsche ich euch alle nochmal eine gute Woche und würde sagen, bis es bald und ja, macht's gut. Ciao.